lo que a mí me mata. Tú sobresales y me las demás. Tu brillo cuando sale la sopaca. Que quieren competir y no la dan. A ti te queda bien ese floteo. Te luce flaquita todo lo que te pone. Todas las mujeres de ti con el celo. Causas envidia en la calle cuando te ve. Pues por aquí nadie tiene tu porte. Tu manera de envolver los hombres. Me tiran buscando que me enamore. Pero esta gatita no hay quien la asombre. Das ist die kleine Maus. Die ist schon so alt, die hat keine Zähne mehr. Und das ist mir gar nicht aufgefallen. Da ist die letzte Mal fast verhungert. Ich hab bloß immer lachen müssen, weil die geht wie eine Fledermaus. Dann ist mir aufgefallen, dass die keine Zähne mehr hat. Und jetzt koche ich ihr immer Nudeln. Weil das ist das Einzige, was sie noch essen kann. Und die kommt jeden Tag wieder. Die ist letztes Mal schon fast verhungert gewesen. Also die war wirklich nur noch Haut und Knochen. Und die kommt jetzt jeden Tag wieder. Und gibt nicht auf. Das ist unglaublich. Da hinten ist auch eine drin. Die laufen immer frei rum, überall. Das ist zum Beispiel die Kleine, die hat irgendwie psychische Probleme oder so. Die hat sie immer ganz gerne geputzt. Da oben in dem Eck. Das war die, wo immer da oben putzt. Und die war so fleißig, dass sie sich da das rechte Ohr erst so halb weggeputzt hat. Dann habe ich nicht gewusst, ob ich zum Arzt gehen soll, aber was soll man da machen? Da irgendwas draufschmieren, das ist eine Qual. Sie fangen und dann irgendwas aufs Ohr schmieren. Ja, dann habe ich halt gewartet, bis er sich das Ohr ganz weggeputzt hat. Ja, da siehst du nur, die ist immer fleißig am Putzen, gell. Ja, und jetzt hat sie halt kein Ohr mehr. Aber ansonsten geht es ihr gut. Gell. Und die wird halt auch schon alt, dann verlieren die vorne die Haare. Dann werden die ein bisschen kahl. Und wenn es einen Mäusepsychiater geben würde, dann wäre er eher zum Psychiater gegangen mit ihr, als wie zum Tierarzt. Jedoch, naja, ist sie glücklich. Ja. Haben wir nur eine Nahaufnahme? Warte mal. Okay, das langsam. Da fällt es ab und zu runter, wo sie jetzt so drüber gegangen ist. Da geht es ab und zu rein und hoch, also beide Richtungen, und ab und zu fällt es runter. Das fällt mir dann auf, dann macht es so plumps total laut. Und auf einmal kommt es dann ganz schnell immer von unten hochgelaufen.
Die hat es eben psychisch nicht mehr so ganz drauf, das Schauen oder was weiß ich, aber lustig ist die Maus, ohne Ende. Also dieses Eck zum Beispiel, das ändert sich auch immer wieder. Jetzt habe ich oben so ein paar Zewa, von Zewa-Rollen ein paar so Dinger hingehängt. So 1001 Nacht. Dass sie sich romantisch vorkommen will. Aber das gefällt einer. So schaut es dann in dem Ding aus und alles was runterhängt, da reißen sie mal weg und bauen sie wieder ein Nest und das lasst noch halt ein paar Zeit, so lange wie es geht und dann, wenn sie wieder neues nichts herrichten, einfach ihnen das Zeug hinlegen, vielleicht in Fetzen reißen, das ist von Vorteil. Und den Rest machen die selber, die wollen auch was machen den ganzen Tag und nicht bloß fressen, was sie ganz gut können. Und alles, was wir essen und nicht künstlich ist, kann eigentlich eine Maus auch essen. Künstlich ist zum Beispiel ein Hamburger oder Hotdog. Und normal sind Gurken, Tomaten, gelbe Rüben, Salat, verschiedene, manche mögen sie, manche nicht. Normale Sachen halt einfach, oder wenn man mal ein Ei kocht, ein hartkochtes, ihnen ein Stück hinlegen. Alles was mir, oder Nudeln, gekochte Nudeln, das ist Spezialität für die. Und so Kleinigkeiten halt. Aber was halt mir auch essen, was nicht künstlich ist. Das mögen die ganz gerne. Und ab und zu halt sowas wie so Leckereien oder so. Wollen sie auch ganz gern, ist ja klar. Wer will die nicht? Gell? Ja. Die läuft immer, wie wenn es so aufgezogen wäre, wie so aufgezogen im Haus, schaut sie so oft aus. Und in diesem Bereich kann man sagen, laufen sie frei rum. Da in der Schublade herin, da in der Schublade oder in dem Aquarium oder auf dem kleinen Tisch, der wo da ums Eck steht. Und das kleine Rohr, sowas ist ganz wichtig, weil die mögen nicht im Freien rumlaufen, die sind kaum, also die gehen eigentlich nie daneben hier rum. Sondern die gehen immer nur hier rum und sogar da sieht man wieder, die haben halt da Angst. Immer, keine Ahnung, sind halt Mäuse. Ah, und so Rohre sind immer von Vorteil. Und hier eben ist der Eingang, dann können sie oben zweimal raus und eben auch dann von dem einen Käfig hier in den nächsten rein. Und hier in dem anderen Käfig, im linken, da haben die halt auch den normalen Eingang. Dann haben die jetzt hier hinten nochmal einen zum Rausgehen. Und da auch nochmal. Und da habe ich ihnen auch einen reingeschnitten. Da ist da auch leicht rein und raus. Also die mögen immer mehrere Eingänge und Ausgänge. Nicht bloß einen, sondern das sind Mäuse. Die mögen 3, 4 Möglichkeiten haben, wo sie rein und raus können. Und das da unten zum Beispiel, den unteren Streifen, den habe ich auf der Rückseite einfach rausgeschnitten von dem Käfig. Der linke war mal ein Vogelkäfig, der ist gut für sowas. Könnte man jetzt nur nach oben ein bisschen was hoch machen. Ich meine. Und das war es eigentlich. Da laufen die jetzt immer frei rum. Und da kommt jetzt der kleine Film, was die halt immer so machen in dem Bereich. Und schlafen können die ungefähr so 21 bis 23 Stunden am Tag, je nachdem wie gut es ihnen gefällt.
oder was für Phasen das haben, aber ab und zu sind sie auch oft mal 2, 3 Stunden am Tag wach oder sogar länger. Kommt auch mal vor. Und da kommt jetzt gerade zum Beispiel wieder eine. Und ich gehe jetzt mal schnell irgendwas essen da drüben. Und was die ganze Zeit so machen, falls sie mal wach sind und nicht schlafen, da habe ich einen kleinen Film für euch zusammengestellt. Ich hoffe, er gefällt euch. Viel Spaß. Ja, wo bist du denn?
Mach's dir. Go, Johnny, go, 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 go,